Nochmal, was? Was ist das Ziel eigentlich? Ja, deinen Vater abschießen. Das einzige Ziel ist Überleben. Deinen Vater abschießen. Das ist das Hauptziel. Das ist der Hauptauftrag. Warte, ich bin noch nicht so bereit. So. Also ich habe meine Sumal in gute Hände gegeben. Mit der russischen Dual Rate oder ist das russisches Exponential? Ist das normal, dass die eine Schraube so krumm drin ist? Ach, das ist so, wie es gekommen ist. So wie es in dieses vorgebohrte Loch sich reingedrückt hat. Nee, nee, das... Ich starte es jetzt erstmal als erster und schau aus. Ich mache aber... Das ist jetzt halt... Das ist der 3D-Modus. Yeah. Ready? Ja. 3, 2, 1. Ja. Ja, er ist noch in der Luft, so schlimm kann es nicht sein mit der Fernsteuerung. Also das ist sowieso das Mod 2, damit kann jeder fliegen. Wenn ich das gewusst hätte, mit Mod 1 hätte ich das vor Jahren schon umgestellt, wenn ich gewusst hätte, dass Mod 2 so einfach ist. Das ist idiotensicher. Welcher ist denn jetzt eigentlich meiner? Da wo der Lukas hinschaut. Ich weiß ja, wo ihr hinschaut. Also dieser 6D-Modus. Also dann, wenn du jetzt wegen 6D-Modus rummachst, dann bin ich auf dem richtigen. Was hat er gesagt? Der Rüdiger. Der Rüdiger, nee, er meint, ihr seid der Rüdiger. Vielleicht hat er recht. Rüdiger nicht so tief, sagt einer. Der Fußgänger, das ist schlimm. So komme ich dich war nie abgeschossen, ne? Das ist ja... Zahnarztbohrer. Was macht denn jetzt auf langsam? Komm. Dass du jetzt Lockhen oder was? Ja, ich überschieße da nicht. Ja, komm. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Landen wir mal auf dem Dach oder was? Okay. Na, warte mal, die Leute sind da. Ja, stimmt, das ist blöd, ja. Energiesparmodus. Ja, was jetzt einmal hier? Nein. Kannst du, ja, musst du außen rumkreiseln. Hey. Ich kann da einen ganz leichten Konflikt erkennen. Das ist kein Verbandsflug. Servus. Servus. Du musst doch stillhalten, weil sonst treffe ich dich nicht. Okay. Ich kann mich nicht begleiten. Das ist so gut, ey. Ach, du bist ja, schaut schon gut aus. Big Sky, Little Plane. Wenn man das will, klappt das nie. Hilfe! Oh! Ja. Neuer Angriff. Ich brauche eine Kamera. Ich brauche eine Kamera. Aber jetzt können wir eigentlich auf dem Auto landen, ne? Ja. Die Jungs stehen immer noch in der Linie, glaube ich, oder? Solange ihr hinter uns steht, bleibt das alles gut. Ihr wisst, wie man ausweicht, ja? Bücken, wenn einer von dir zwei kommt. Oder ich stelle mich vor euch als Schutzschild. Ich will das nicht stellen. Die sind nämlich bekloppt. Oh, komm. Passt. Bilderbuchlandung. Ja. Ja, das müsst ihr aber noch üben, ey. Schaut euch das an. Sehr geil. Parallel eingeparkt im Grünen. So, auf zur zweiten Runde. Ein, zwei Schritte auf den Kameramann. Mit Fachpublikum, die kennen den Rüdiger. Also Meister. Auf 3, ja? 3, 2, 1. Wunderschön. Ey, das war meiner, das ist unfair. Türkische 50% Ausfallquote. Ach, da ist er. Ist das dieselbe Stelle, wo ich auch abgeschmiert bin? Ich glaube, es steht ja genau da, wo ich landen werde. Ja. Ah. Die flüchten hier ins Grüne. Ja, ist gut. Die haben schon Angst. Wir wollen ja nicht stören. Nee, das stört nicht, noch nicht. Die haben euch ganz schnell durchschaut, wie gut ihr fliegt. Sag mal, der hat immer die Position gewechselt. Ja, genau. Mal schauen, wie ich jetzt halt vom Boden wegkomme. Ich habe keine Ahnung, wie viel da noch Saft drin ist. Ich bin ja schon ganz Zeit lang unterwegs. Geht schon. 2, 1. Hey. Ich komme nicht hoch. Die Akkus sind leer. Ich glaube, liegt das an der Position da hinten oder was? Aber ich glaube, ja. Für einmal landen am Dach geht's noch mit Handstart. Und wie ist das mit dem entschärften Controller? Ja, irgendwie. Mit dem anderen lässt sich es besser steuern, ich weiß nicht. Ja, aber das geht schon. Mit russischer ja, Dual Rate geht es. Seid ihr da alle? Ach, da ist der erste schon im Anflug. Ja, ja, ja. Ein Glück, dass das in meiner war. Ja, oh, wunderschön. So gehst du mit fremdem Material um. Alter, da hängen ja die Eingeweide raus. So geht das nicht. Ist das da hinten locker? Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Nein, drücken wir wieder rein. Das ist der Doktor-Wunder-Verschluss hier. Das hat der gebastelt. Und ich muss sagen, die Klappe braucht man wirklich nicht. Da, es geht so. Viel besser. Was? Der Doktor-Wunder-Verschluss. Jetzt fliegen die wieder durcheinander hier. Wisst ihr eigentlich, warum ich so viel Schrammen und so Lackschäden an meinem Auto habe? Könnt ihr das erahnen? Ich glaube, ich bin nicht auf dem Auto gelandet. Ah, ja, 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 ja. Oh, oh! Ah, der liegt oben drin, oder? Oh, der liegt auf dem Dach. Aber ich glaube, die Landung war... blockiert. Ist er unten? Nee, der liegt ab. Brauchst du was zum Runterschieben? Das ist ein Modellflug. Da? Ja, hier, ich am Vorschlaghammer. Das ist dein PVC, oder? Da, ja. Hier. Genau das. Sir Lancelot. Genau, steigen noch auf einen Lipo drauf, dass er dann zum Glühen anfängt. Achso, warte mal, ich sollte vielleicht noch. Stoßinsel denn überhaupt? Da rechts, 2 Meter ungefähr, ja. Ja. Tschüss. Ist er umgegangen? Genau, ja, war schon. Also zum Starten hat er 6D-Modus. Ja, hey, hey, hey. Voll daneben gefilmt, ey. Da muss man viel Flacker anbringen. Ja! Ja! Ein Millennium-Falken, ja, das ist ja geil. Und da kommt Rüdiger. Rüdiger! Oh, der kommt gut! Oh. Oh. Wunderschön, das haben wir nur halt. Ja! Oh. Oh. Alter, es war eigentlich eine schöne Landung. Ja, ist der Propeller noch ganz? Oh, du arbeitest langsam am Doktor-Wunder-Verschluss. Wie viele Jahre ist er? Also ich jetzt langsam 40. Ne, ich bin schon über 40, ja, dass ich so fliege. Ab da ungefähr. Seitdem ich 3 Jahre alt bin. Sagt es noch einmal, was? Also, wenn man mit so Anfängerfliegern abstürzt, es sei denn, man trifft sein eigenes Auto, dann ist da eigentlich nichts passiert, geil. Ja, ich glaube auch. Aber die landen auf seinem Auto. Ja, deswegen landen die auf meinem Auto. Boshaft, wie wir nun mal sind, ne? Aber seht ihr das da? Schaut diese ganzen Schrammen hier. Überall. Und diese, ich habe da mit der Farbdose habe ich ein bisschen was die Woche mal übersprüht, bloß diesmal ausgegangen. Selbst da unten ist der Lack schon weg. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Deine Versicherung wird mit dir nicht glücklich, oder? Vollkasko, oder? Ja, wenn ich den verkaufe, muss ich angeben Flugschaden. So, der Mückenschwarm ist unterwegs. Du bist immer noch mit schlappen Akku unterwegs, oder? Ja, dann mal 2 der Läden noch, leider. Passt auf. Ja. Merkt ihr, wo er runtergeht, wenn der Akku leer wird, ne? Ja. Keinen Bock heute in dem Feld zu suchen. Aha. Muss ich mich bücken? Muss ich mich schon bücken? Aber ich werde diese Ruderausschläge vergrößern. Ich glaube, das Ding hat Potenzial. Oh, hey. Oh. Oh, ja, jetzt fast die Focke Wulf getroffen. Aber man braucht einen Führerschein dafür, oder? Ja. Aha. Schaufenster. Dieter, was willst du uns sagen? Was willst du uns da sagen? Achso, ihr müsst schmeißen, ne? Ja, naja, Dachstadt geht nicht mehr. Der ist jetzt wieder neu, der Akku. Achso, na dann hätte ich ihn auch aufs Auto draufgestellt. Das ist der Heidi-Modus. Upsa. Hey, hey. Was willst du mir damit sagen? Also, du musst jetzt dann damit rechnen, dass er irgendwann aus der Luft fällt. Ja, ich lande jetzt danach der Flug. Also das wird mir mal schauen, auf was ich lande dann. Ich würde den Kopf einziehen. Ja? Jawohl! Das Ei geladen. Gut. Sehr gut. So, zumachen, heimfahren. Gehört uns. Ja, sauber. Heimfahren. Nee, funktioniert. Ja, geht auch wieder was. Hm. Ja, funktioniert auch. Obst und Wegware. Sag mal. Gemüse. Lukas? Ja, ich hol dann schon. Kannst du mal kurz bergen? Also das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich einen Helm aufsetze hier, weil die kommen jetzt da wieder und ich muss jetzt einmal mal selber fertig machen. Kommt er da schon? Gut. Ah, nicht lachen, das ist, wenn die GoPro zu teuer ist, weißt du. Dann muss man die richtige Kamera drauf machen. Das sieht teurer als die GoPro. Wie bitte? Das sieht teurer aus als die GoPro. Oh Mann, du stehst ganz voll in die. Der macht aber komische Dinge hier. Ich hoffe, dass du stark bist, Papa. Hm? Ich muss gleich kurz den... Ach so? Die bist du, ja? Gut, dann lass ich die Vorgehen.